Zeit Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute... Ähm, ganz unspektakulär. Aber trotzdem aus, ich will nicht sagen besonderem Anlass, aber... Wir haben die 1500 Abonnenten geknackt. Und... Äh, dafür möchte ich euch danken. Für eure Treue, dass ihr euch den ganzen Stoß den ich hier so verzapfe anschaut und das größtenteils auch noch cool findet ja 1500 Abonnenten das ist schon eine kleine Hausnummer meiner Meinung nach aber äh, sagt mir halt auch oder zeigt mir dass das nicht ganz so doof ist was ich hier mache und vor allen Dingen, weil ich auch ehrlich sagen muss, dass das hier nicht inszeniert ist oder so. Also ich würde das Ganze ohne YouTube auch genauso machen. YouTube läuft hier einfach nur nebenbei mit. Also ich mache nichts extra für YouTube, sagen wir es mal so. Ich inszeniere hier nichts. Und äh, alleine das schon, dass ihr das so feiert, sage ich jetzt mal zeigt mir, dass ich ja doch das richtige Hobby habe und <laughs> das auch ganz, ganz gut betreibe, sage ich jetzt mal. Hat ja jeder seine eigene Philosophie, wie man dieses Hobby auslebt. Ja, also es gibt durchaus auch welche, die sind da viel, viel, viel schlimmer als ich. Ich kenne selber den einen oder anderen, bei dem das derart ausartet, dass für gar nichts anderes mehr Geld, Zeit und... Platz übrig ist, was ich dann auch wieder irgendwo nicht so gut heiße. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie ihr sagt, Hobby ist dazu da, um glücklich zu machen. Hobby ist dazu da, um äh, Freizeit sinnvoll zu verbringen. Sinnvoll ist immer das, was für ihn selber sinnvoll ist. Das muss nicht bedeuten, dass eure Mitmenschen das genauso sinnvoll finden. Ich zum Beispiel finde andere Hobbys. Es gibt andere Hobbys, die ich auch wenig sinnvoll finde, wie zum Beispiel könnte ich mir nicht vorstellen, mich an den See zu stellen und da stundenlang den Angel ins Wasser zu halten. Das würde mich also sowas von tierisch langweilen. Aber es gibt halt auch noch andere Hobbys, die mir auch Spaß machen. Zum Beispiel habe ich auch, ich weiß nicht, ob man es schon mal gesehen hat, irgendwie oder irgendwie mitbekommen habe, ein schönes großes Aquarium. Das ist auch eins meiner meiner Hobbys. Die ein bisschen andere Ressourcen gehen. Also, es kostet auch Geld und Zeit. Ja, ich bin am Überlegen. Ich wollte eigentlich mein Aquarium-Hobby auch so ein bisschen mal bei YouTube mit einbauen. Allerdings werde ich dafür vielleicht einen neuen Kanal eröffnen, weil ich denke mal, dass ich das hier mit dem eher nicht vermischen möchte. Es gibt, äh, gibt ja Leute von euch, die Kanäle haben, die verschiedene Themen. Äh, Einbauen in ihre Kanäle, aber ich denke, ich lasse meinen einen reinen Modellbahnkanal und mache, wenn ich mich entscheide, das Hobby Aquar Aquaristik videotechnisch zu thematisieren, werde ich einen neuen Kanal machen dafür. Ja, Freunde, 1500 Abonnenten. Das ist, ja. Ging auch relativ schnell, jetzt muss ich sagen. Ich, hab, äh, ich hatte das eine Weile ausgeblendet, die Abonnentenzahl, weil das eigentlich eigentlich sollte es keine Rolle spielen. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf. Ja, äh, könnt auch ruhig sehen, wie viel wir mittlerweile sind. Und äh, deswegen habe ich das wieder öffentlich gestellt. Und das bleibt jetzt auch so. Ja, ich habe. Die letzten drei Videos waren Stummfilme, ja, die zwei Fahrvideos. Oder waren es ja drei Fahrvideos, weiß ich auch nicht mehr. Und das die Diashow von meinen alten Bildern. Ähm, <laughs> waren die Meinungen recht unterschiedlich. <laughs> Überwiegend wurde meine Sabel vermisst, deswegen heute wird er mal ein Erzähl-, eine Erzählestunde. <laughs> Ich weiß von dem einen oder anderen, <laughs> hallo Danilo, <laughs>, dass die gerne an ihren Anlagen bauen, während ich im Hintergrund irgendwelches blödes Zeug erzähle. Ähm, ja, welche zweifelhafte Ehre. <laughs> Und deswegen habe ich mir gedacht, ach, naja, dann erzählst du halt halt mal wieder was. Wenn das schon so weit geht, dass hier der ein oder andere an Entzugserscheinung leidet. Bloß weil ich mal zwei, drei Videos lang nichts gesagt habe. Bloß äh, ich bin der Meinung, und das zeigen mir ja auch die anderen, die so V-Videos machen, dass V-Videos äh, und Gelaber, das passt halt nicht zusammen. Ja, was will man da erzählen? Also da soll man sich konzentrieren auf die Betriebsabläufe, die da stattfinden. Und dann hat man während so einem V-Video auch ein bisschen was zu tun. Also gerade wie Marco hier, MoMA85TT oder ähm, Krümelchen Keksio, Marcel, oh Gott, wie heißt der Kanal jetzt? Ja, ich glaube, ihr wisst, wen, er mein, wen ich meine. Ähm, die werden das bestätigen können, dass äh, Fahrvideos überwiegend richtig Stress bedeuten und man da wenig Zeit und Muße hat, da noch irgendwas zu erzählen nebenbei. Zumal man ja auch, äh, na, ich mache das weniger, aber andere machen das mehr, sich da noch mit Sound beschäftigen nebenbei und das muss ja auch alles äh, on point passieren. Und ich glaube, da braucht man seine kompletten Denkressourcen für die Erstellung dieser Fernsehgeschichte und kann da nicht noch aufpassen, dass man, was man da so erzählt, nebenbei. Der Daumen ist übrigens wieder fast heile, ja. Also, ich war auch schon eine Woche wieder arbeiten. Ich sollte zwar die Woche noch krank zu Hause sein, habe mich aber gesund schreiben lassen, weil erstens bin ich nicht der Mensch, der ewig lange zu Hause sitzen kann, ohne dass mir heute der Deck auf den Kopf fällt. Da habe ich also überhaupt auch keine Lust zu. Und äh, zweitens ähm, ist es dann auch so, dass wenn man Schichten arbeitet, es Schichtzuschläge gibt. Und wenn man halt nicht arbeiten geht, man diese Zuschläge nicht bekommt und ich da ungern darauf verzichten will zu so lange. Ja, hat also auch eine wirtschaftliche Seite. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, lass dich gesund schreiben, passt ein bisschen auf, hab auch mehr oder weniger. Ich will nicht sagen, schon Posten gekriegt, letzte Woche, aber ist schon alles südlich gegangen. Also man konnte schon sich noch ein bisschen nebenbei so um die Genesung kümmern. Oder der Daumen wurde nicht gefährdet, so. Genau, ähm, ja, was ist denn jetzt hier noch passiert? Äh, hier vorne steht eine neue 2310, Wollen wir sie mal ranblenden, seht ihr was. Das ist das Tillich-Modell, aber auf der alten BTDB-Basis. Die habe ich von einem ganz lieben Mitvorranden aus dem TT-Board äh, geschickt bekommen. Diese Lok ist ein klein wenig kaputt. Und zwar fehlt er auf der, äh, jetzt muss ich überlegen, Lokführerseite, genau. Also auf der Seite, die ihr jetzt nicht seht, die komplette Steuerung. Die Steuerung ist aber hier in Einzelteilen, die muss ich nur noch zusammennieten. Ähm, der liebe Dirk, so heißt er, wollte doch tatsächlich aus dieser schönen Lok wegen der kaputten Steuerung ein Heizlok basteln, also quasi diese Lok hier komplett äh, kaputt machen oder keine Ahnung, Steuerung ab und einsauen mit Dreck und diverse andere Fehlteile fabrizieren. Und da habe ich so gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Dafür ist die dann doch zu schade. Da habe ich ihm angeboten, ihm ein schlachtenswertes Derivat zu schicken. Und er hat sich dazu bereit erklärt, mir diese angegriffene alte Dame hier zu überlassen. Und zwar zu dem Zweck, dass ich der wieder Leben einhaue. Nun habe ich aber festgestellt, leider, leider, meiner Meinung nach sollte dann nur die Stänge kaputt sein oder ab sein. Kaputt kann man ja nicht sagen, ich muss sie ja nur wieder anbauen. Aber leider ist auch das Getriebe kaputt. Das Problem ist, hier drinnen hier hinten ist der Motor, ihr wisst, wie die aufgebaut ist. Ja? Hier läuft diese Kardanwelle oder diese Welle, die die Kraft vom Motor überträgt und hier vorne ist ein Sturmradgetriebe. Also oben ein Zahnrad und unten ein Zahnrad. Unten das Zahnrad treibt die Ritzelwelle an oder Schneckenwelle. Und ich nehme an, dass das Zahnrad, was auf dieser Schneckenwelle aufgepresst ist, wahrscheinlich äh, kaputt ist. Jetzt sehe ich das so nicht so richtig, weil die Karre zusammengebaut ist. Also müsste ich die erstmal vorsichtig demontieren. Fehlerbild ist so, dass die. Eben wenn ich ihn drauf aufdrehe, ich weiß nicht, ja die klemmt, na, hört man das? Man hört es wahrscheinlich, ne? das ist die Knacke, da springt quasi immer ein Zahn über. Also ich hatte das komplette Getriebe auseinander und es ist definitiv richtig zusammengebaut alles. Auch der Kurbel, die Gegenkurbel steht in der richtigen Richtung. Die, äh... Aufnahmelöcher für die Kurbelbolzen sind alle in einer Flucht, also ist auch kein Radsatz um einen Zahn verdreht. Die Stänge hakt nicht, die, zumindest die Seite, die jetzt hier komplett ist. Auf der anderen Seite ist ja keine Stänge dran. Also, es äh, war auch erst meine Vermutung, ob vielleicht hier ein Kurbelbolzen zu weit raussteht und sich in die Stänge irgendwie verhakt, aber nee, das ist es auch nicht. Also kann eigentlich nur noch ein Zahnrad dort drinnen ähm, Zahnausfall haben. Die, die auf die Achsen aufgespritzten Zahnräder sind es nicht, die habe ich kontrolliert. Da bin ich rangekommen, indem ich die Bodenplatte einfach abgemacht habe. Aber das andere Zahnrad, das hier unten im Rahmen drin ist, da kommt man so einfach nicht ran. Da muss ich dann erstmal sehen, ich habe Ersatzteile allerdings von BTDB. Nur weiß ich nicht, ob die Zahnräder äh, die gleiche Zähneanzahl und den gleichen Durchmesser haben. Vielleicht weiß das einer von euch, ob man einfach so eine BTDB-Schneckenwelle dort einbauen könnte oder das Zahnrad umpressen. Würde ich mir vielleicht auch noch zutrauen. Da lege ich das ganze Ding nochmal. Das ist nicht so schwierig. Das geht. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, geht auch nichts kaputt dabei. Weil es wäre wirklich schade um die Lok. es also, ist zwar noch die alte Variante, aber wie gesagt, schon mit der neuen Steuerung und den neuen Radsätzen und ordentliche Bedruckung. sie also, sieht doch schon um einiges besser aus als die alte BDTB Lok. Und da, sehen sie, da im Hintergrund ist noch die mit Tenderantrieb. Das ist natürlich... Äh, das Meisterstück. Und ich könnte ja die theoretisch auch auf Tenderantrieb umbauen. Dann hätte ich das Problem hier vorne, würde ich den Antrieb hier rausschmeißen aus der Lok und dann hätte ja das Problem mit dem Getriebe nicht mehr. Aber einen passenden Tenderantrieb finden. Ja, dann müsste ich vielleicht eine 01 schlachten oder so. Bloß 01 Tender gibt es nur auch nicht mehr wie Sand am Meer bei eBay, weil die Idee, die hatten jahrelang schon andere Leute und alles leer gekauft. Also wie gesagt, ich würde den Antrieb gerne ja in der Lok lassen. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch noch eine Variante, was da sein könnte. Oder ob dieses BTDB-Zahnrad passt, was auf der Schneckenwelle drauf ist. Dann stecke ich das einfach um und, und äh, dann sollte das wieder funktionieren. Ich meine, sie fährt, aber vorwärts hakt es nicht ganz so doll. Ja, die Geräusche sind also normal, bis auf das Knacken. Ja, also fahren tut sie, das ist jetzt nicht das große Problem. Dass wenn der Zahn eben komplett rausbricht oder wenn ich nehme mal an das Zahnrad ist hier rissen, da wird kein Zahn fehlen. Das Zahnrad wird wohl aufgrund von Materialspannungen, äh, das ist ja, das ist ja quasi auf die Welle aufgepresst und das arbeitet irgendwie gegeneinander ja, auf diese Metallwelle das Kunststoffzahnrad und dann reißt das wahrscheinlich irgendwann. Das ist auch ganz bekanntes Problem bei der BTDB 86. Ja, die hat das auch hier an dass dieses große Zahnrad, was vorne auf der Schneckenwelle drauf ist. Von diesem Sternradiotriebe, dass das quasi reißt und dann hat die eigentlich das ist eigentlich dasselbe Fehlerbild, auch nur deswegen bin ich eigentlich darauf gekommen, dass es das sein könnte. Bloß wie sagt, ich nutze mal euer Schwarmwissen hier und äh, vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was ein. Ja, dann muss ich mich ganz, ganz, ganz dolle bedanken bei meinem Kumpel Lutz. Der Lumpi. Lumpi ist äh, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Von äh, einem, einem Modellbahnverein würde ich es fast nicht nennen. Ich glaube, die sehen sich nicht als Verein. Das ist so eine lose Zusammen Zusammenkunft von Eisenbahnfreunden und zwar aus äh, Pulsnitz. Ja, der Olympia hat da so eine richtig schöne BW-Anlage immer gezeigt, im Bahnbetriebswerk äh, zu dieser Ausstellung in Pulsnitz. Und äh, ja, ist mittlerweile auch ein guter Freund von mir geworden. Und äh, der Lumpi hat mir geholfen und zwar bin ich doch, habe ich video gemacht, war für euch, wisst ihr ja. Und äh, mit meiner, wollte ich fahren hier meine von Pico. Ich hätte es fast V15 gesagt, aber es ist eine 102, also Paar 4 beschriftet. Und mit einmal, mit einem Mal hat sich die Dame gesagt, nö. Fahren? Nö, will ich nicht mehr, mache ich nicht. Und zu einem Überfluss hat sich die blaue Dame gesagt, ich gebe Rauchzeichen. Oh je, da hat auch Simon Schreck gekriegt. Die ist, Lok ist analog, also da kann kein Decoder abrochen oder irgendwas. Nein, äh, auch dieser analoge Brückenstecker kann tatsächlich in Flammen aufgehen. Das habe ich vorher noch nie erlebt, dass so ein Ding anfängt zu gurgeln. Das ist also quasi dieses Teil, was anstelle von dem Digitaldecoder in der Schnittstelle drin steckt. Und auch dieses Ding kann abpfeifen. Ja, nun war Jutterrad teuer, Nur wusste ich aber, dass der größte Teil, größten Teil, der größte, Mensch, eins, 2, drei, deutsche Sprache, schwere Sprache, dass der größte Teil meiner Kumpels digital unterwegs ist. Da habe ich mir gedacht, Mensch, die blöde V15 oder 102 haben sie doch eigentlich auch alle. Die müssten doch eigentlich die Brückenstecker haben. Naja, dann habe ich ein Rundschreiben gestartet. Und siehe da, mein kleiner Lumpi hat Just vorher, kurz davor, eine solche Lok digitalisiert. Und hat mir natürlich sofort und völlig selbstlos diesen Brückenstecker zur Verfügung gestellt. Also Lumpi nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Du siehst, der kleine blaue Teufel rollt wieder. Einmal frei. Da war der Dach gerettet. Schlicht geht auch. Alles wie es soll. Ich hatte schon die arge Befürchtung, dass hier alles durchgeknallt ist, aber... Das hat, wie gesagt, auch richtig gekäumt und gestunken. Da dachte ich, oh, das war's jetzt. Bei eBay Kleinanzeigen sucht jemand eine, die rollfähig ist. Für ein Diorama oder was. Da habe ich mir schon überlegt, naja, dann kannst du dem eigentlich geben. <laughs> Aber Gott sei Dank war es dann rettbar. Also, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und es war das kleinste Problem. Ja, äh, also auch repariert. Für die, für die Tillich 2310, die ich euch gerade gezeigt habe, die ich vom Dirk gekriegt habe hier aus dem Forum hat so eine Originalverpackung, also dann seht, das ist tatsächlich die Telich-Variante, aber eben noch die alte Ausführung. He. Ja, Freunde. Und tatsächlich eine ganze Schachtel voll Teile dieser geätzte Steuerung, dieser, die letzte Variante quasi von der überarbeiteten. Die das Heim dann mal irgendwann zusammennieten darf und dabei höllisch aufpassen muss, dass nichts kaputt geht, weil es einfach keine Teile mehr gibt für das Ding. Also wenn man da irgendwas kaputt macht, dann hat man wirklich da AK. Um, ähm. Ja, deswegen höllisch aufpassen und das nur probieren, wenn man auch wirklich noch Zeit und Ruhe hat und auch die Muse dazu, also sich nicht versuchen, zwanghaft dahin zu setzen, wenn man keine Lust hat oder keinen guten Tag. Nee. Vielleicht gebe ich das auch in andere Hände. Ich muss mal gucken, ein Kumpel von mir hat schon äh, signalisiert, dass er sich das wahrscheinlich zutrauen würde. Ich habe auch schon Dampfloksteuerungen vernietet, aber es ist eben auch schon viel Schiefjang dabei. Also man muss da wirklich ein bisschen überlegen, was man tut. Und vor allen Dingen auch geeignete Werkzeug haben. Ja, also stabile Unterlagen, wo man das auch einspannen kann, richtig und in passenden Körner. Zum Nieten aufbiegen äh, und naja, die werden ja angekörnt von hinten, die sind ja gebohrt und dann wird das angekörnt und dann geht das auseinander. Und das ist aber wie gesagt alles ganz, ganz äh, filigranes Lumpe, und mh, naja, sollte nichts kaputt gehen dabei. Ja Leute, ähm, ansonsten hat uns der Lockdown mal wieder im Griff, ja. Betrifft der Arbeit noch nicht, aber äh, Privatleben mehr oder weniger. Man darf sich ja mal wieder mit niemandem treffen. Modellbahnausstellungen werden wahrscheinlich alle flach fallen hier, denke ich mal. Also soll ja eigentlich nur auf November beschränkt sein war erstmal. Oder zumindest habe ich nichts anderes gehört. Ich beschäftige mich nur aber auch nicht pausenlos damit. Aber ich denke mal, trotzdem, Modellbahnausstellungen, das wird wohl so nicht funktionieren, wie wir das sonst kennen. Ist eigentlich schade, weil ich wollte mal wieder nach Leipzig dieses Jahr. Naja, ist nichts zu ändern, wenn äh, Corona der Meinung ist hier wüten zu müssen. Ich finde das auf eine Art, finde ich es ja auch in Ordnung, dass man das macht, irgendwo müssen. Man muss man es, man muss es ja auch mal in den Griff kriegen. Wa? Es gibt ja, wie gesagt, da scheiden sich ja die Geister an dem Thema. Ich will mich da auch überhaupt ja auch nicht irgendwie auf irgendeine Seite schlagen oder was. Ich will eigentlich nur, ich will eigentlich nur unser normales Leben wieder haben. Egal wie. Ja, dass man da was machen muss, das ist klar, das sollte auch jedem klar sein. Und äh, naja, Jetzt hat man ja wahrscheinlich einen Impfstoff gefunden oder entwickelt und wenn dann sich die ersten paar tausend haben impfen lassen und denen kein drittes Ohr gewachsen ist oder kein Regenbogen einhorn, dann denke ich, werde ich das auch tun und dann hoffe ich, dass sich irgendwann alles wieder normalisiert so ein bisschen. Ja, Wobei bei uns hier draußen äh, merkt man nicht viel von Lockdown, also den Leuten ist das scheiße, die rennen hier trotzdem rum. Und stehen in Gruppen zusammen und, aber gut, äh, man muss sich das nicht als Beispiel nehmen. Und ich habe auch keine Lust, da mal einen Haufen Strafe zu bezahlen. Deswegen mache ich das, was von uns erwartet wird und benehme mich so, wie das erwartet wird. Und versuche, nicht in Querulanten zu spielen, auch wenn ich manchmal so rüberkomme. Aber nee, das sollte man schon ernst nehmen. <laughs> ja, Leute. 1500 Abonnenten. Ich erwähne das bereits. <laughs> äh, da ist auch mal an der Zeit, Danke zu sagen. Auch an, allen, an alle anderen TT-YouTube-Kollegen. Ich sage mit Absicht nicht YouTuber, weil ich jemanden, der nicht äh, von seinen Videos lebt, niemals nicht als YouTuber bezeichnen würde. Das ist kein YouTuber. YouTuber sind solche Influencer, die von ihren Videos leben können. Ansonsten sehe ich mich, also ist das nach meiner Definition, sind wir Modellbahner, die ab und zu mal die Kamera. Nebenbei drauf halten, aber noch lange keine YouTuber. Ich finde das immer sehr lustig, wenn sich jemand mit 3000 Abonnenten und zwei Videos im Monat als YouTuber bezeichnet. Tut mir leid, aber. Nee, ist es nicht. Ähm, ja, also, dann grüße ich mal fleißig alle. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden einzelnen erwähnen soll, weil ich vergesse sowieso mehr als der Hälfte. Ich sage mal so, ich grüße alles, was in der Modellbahn-YouTube-Szene Rang und Namen hat und meine Videos guckt, mir freundschaftlich verbunden ist. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn die ganzen Zuschauer, die meine Videos schauen und noch nicht abonniert haben, wenn die meinen Kanal abonnieren würden. Es sind tatsächlich, man hat ja dieses Analyse-Tool und da kann man ja... Äh, wirklich bis ins kleinste Detail auseinandernehmen, was hier so los ist mit den Statistiken. Es sind tatsächlich erschreckend. Es ist erschreckend, dass zwei Drittel meiner Zuschauer nicht keine Abonnenten sind. Aber es wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders sein, die jetzt eigene Kanäle haben. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich äh, ertappe mich selber auch immer wieder dabei, dass ich, äh, viel schaue, jetzt nicht waren sondern auch andere Sachen, die mich interessieren und tatsächlich noch nicht abonniert haben, obwohl ich die Kanäle regelmäßig schaue. Ja, das ist halt so, ne? Aber ich bin dann auch bestrebt, den allen ein Abo zu verpassen. Einfach, weil, um das zu honorieren auch, dass die sich da hinsetzen und irgendwelchen Content kreieren. Als kleine Anerkennung kann man da ruhig ein Abo dalassen. Das kostet nichts und tut nicht weh. Und so mache ich das auch. Und ja, Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, Laberrunde, nicht Fahrvideo. Wenn euch was einfällt zu meiner 23 mit äh, knackendem Getriebe, bitte bitte ich um Denkanstöße. Ansonsten, was haben wir heute Sonntag? Ich hoffe, das Video geht heute hoch. Zu laden ich habe auch schon mal zehn Stunden damit verbracht, ein Video hochzuladen oder mein, mein Internetanschluss hat damit zehn Stunden verbracht und hat es nicht hingekriegt. Also, äh, ich versuche das jetzt hochzuladen und ich denke, bin guter Hoffnung, dass das funktioniert. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns. Ich versuche meine Videodichte ein bisschen dichter zu gestalten. Habt ihr ja gemerkt in letzter Zeit für den einen oder anderen vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung dabei ist. Deswegen auch mal Fahrvideo und Diashow. Ja, äh, bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht selber fleißig Videos. Gucke ich mir gerne an. Wirklich äh, stellvertretend dafür jetzt wirklich nur mal Marcel und Marco mit ihren Fahrvideos. Also finde ich richtig geil. Vor allen Dingen in der Stube auf dem großen Fernseher. Das kann man ja heutzutage alles streamen vom Handy auf dem Fernseher. Und äh, mega, wirklich. Also einwandfrei. Oder auch Gerd. Mit seiner Spur N-Anlage, genau, Gerd hätte ich ja fast vergessen. Und zwar ist das Mirtrek, Mirtrek 1, glaube ich, der kleine N-Kanal. Oder Gerd baut jedenfalls N. Sollte euch auch ein Begriff sein. Kommentiert eigentlich auch jedes Video. Das könnt ihr euch auch mal reinziehen. Also, wie man eine N-Anlage so krass detailliert ausgestalten kann, ist mir immer noch ein Rätsel. Eigenbau-Oberleitung aus Angelschnur. Guckt euch einfach mal an. Also wirklich einfach nur krass. Gut. sei das auch noch erwähnt. Nur die drei nur mal stellvertretend für viele andere. Ich will jetzt hier keinen auf Schlips treten, weil ich ihn nicht erwähnt habe oder was. Ich muss mir nächstes Mal schreibe ich mir mal einen Zettel, dass ich auch keinen verjesse von euch. Dann können wir ja gerne mal eine Grußrunde machen. Aber das soll es auch gewesen sein. Also wie gesagt, bleibt gesund, bleibt mir treu und äh, wir hören uns. Ne? Also dann ciao, ciao.